Wie geben wir in Russian Fishing 4 unser hart verdientes Silber am besten und am sinnvollsten aus? Welche Routen kaufen wir? Welche Rollen kaufen wir? Und ganz wichtig, bis zu welchem Level kaufen wir welches Setup? Also gehen wir mal direkt hier am Windenbach zum Angelgeschäft. Ganz klarer Fall, wenn du die Tutorial-Serie geschaut hast, 2022, 2023, ich verlinke die nochmal, dann weißt du ja schon, was man als erstes kauft, wenn man einen Allround-Account spielt. Also ein Allrounder, der alles machen will im Game. Spinning, Grundangeln, Posenangeln. Ganz wichtig, das Leichteste ist anfangs das Grundangeln und auch das Ergiebigste. Dementsprechend kaufen wir uns anfangs das Feeder-Set Start für 149 Silber, das Ganze dreimal, und dann sind wir eigentlich schon komplett ausgestattet und können mit diesem Setup, sobald wir die ersten 149 Silber zusammen haben, sofort loslegen mit dem Grundangeln. Und das wiederholen wir dann, dass man das Set dreimal hat, und dann hat man bis Level 12, eigentlich sogar bis Level 20, hat man ein vernünftiges Grundsetup, um solide alles zu fangen. Ab Level 12 geht es dann langsam los, dass wir uns vielleicht noch zusätzlich ein Spinning-Setup kaufen. Und da empfiehlt sich natürlich das Belaya-Setup. Wenn du die Short-Videos schon kennst, auch das verlinke ich mal eben dazu, dann weißt du natürlich schon, was das Belaya-Setup ist. Wir schauen mal eben rein. Ja, hier ist das Belaya-Setup. Ich habe einfach mal in meinem Inventar geschaut. Da ist es schon komplett zusammengebaut. Also, die Linea S68ML. Eine Medium-Light-Route, dementsprechend mit einer maximal 3000er Rolle hier. Einer passenden Schnur, Fluorocarbon-Vorfach und Spinner. Das Geniale an diesem Setup ist einfach das Wurfgewicht. Ganz wichtig, 3 Gramm. Darüber, ab 4 Gramm ist es schon nicht mehr interessant, ein Spinning-Set. Fürs Spinning an der Belaya ab 3 Gramm oder geringer. Aber 3 Gramm und dann bis 15 Gramm ist halt richtig gut. Und das Schöne ist einfach, dass man auf Medium-Light-Setup sehr günstige und leistungsstarke 3000er-Rollen verwenden kann. Im Gegensatz zum Light-Angeln ist Medium-Light einfach günstiger, weil die Rollen leistungsstärker sind von der Bremskraft und mehr Schnurkapazität tragen, weil es halt 3000er-Rollen sind. Kleiner Nachteil, wir haben anstatt Bonus-XP von 25%, von 50% beim Leitangeln, haben wir eben nur 25% beim Medium-Leitangeln Bonus-XP. Aber ums XP verdienen, darum geht es ja nicht. Wir wollen Silber machen, das ist das A und O, damit wir uns auch weiteres, besseres Setup leisten können. Wie du dieses Setup im Laufe des Games weiter aufwerten kannst und verbessern kannst, auch dazu gibt es bereits ein Short-Video. Vielleicht da einfach mal reinschauen, das Belaya-Setup aufwerten. Ja, das sind die beiden wichtigsten Setups, die man sich leisten sollte bis Level 20. Natürlich kauft man sich auf dem Weg dahin zwischendurch nochmal einen Spaten und einen etwas längeren Kescher, aber das war's dann eben auch in Gänze. Das Einzige, wofür man dann noch zwischendurch etwas Silber ausgibt, sind Köder, und ansonsten wird komplett gespart. Selbst Köderherstellung oder Futtermischenherstellung, das kann man vielleicht ein bisschen noch betreiben für die ersten paar Level. Ungefähr bis zum Brassenfutter, das kann man machen. Auch dazu gibt es schon ein Video hier auf dem Kanal. Ich verlinke das auch nochmal. Und dann war es das auch schon. Man spart quasi sehr schnell sehr viel Silber zusammen, weil man eben nichts mehr ausgibt. Und am meisten Silber macht man dann natürlich auch an der Belaya mit sehr viel Forellen und Eschenangeln. Da lohnt es sich. XP kommen da richtig gut rein und eben auch richtig gut Silber. Jetzt haben wir natürlich die Posenangler ein wenig außer Acht gelassen. Posenangler gehen natürlich als erstes mit der Stippe rein in das Game, sehen zu, dass sie hier gerade am Windenbach sehr viel auf Lauben und auf Haseln angeln. Das machen natürlich auch alle anderen Angler, denn Haseln und Lauben sind einfach super ergiebig. Das heißt, anfangs sehen wir zu, dass wir mit Haseln und Lauben super viel Silber und XP verdienen, damit wir uns dann schnell unser nächstes Setup leisten können. Posenangler können sich dann als nächstes
auch ein kleines Setup holen. Und zwar würde ich dann auf eine Bolognese-Route weitergehen. Wir gehen mal hier auf Route und dann geht es hier weiter auf die Bolognese-Route. Und dann reicht es eigentlich, ein entweder sehr günstiges Setup sich zu holen. Hier jetzt nur mit 3,8 Kilo an Tragfähigkeit. Oder dann eben hier das etwas aufgewertete 5,3 Kilo an Tragfähigkeit. 148, beziehungsweise eigentlich reicht auch das hier, 133 Silber. Und dazu kommt auch hier wieder eine ganz einfache, billige Rolle. Da reicht sogar diese hier für den Start. Da muss man gar nichts Großartiges verwenden. Einfach nur die Basics erstmal zu haben, wenn man mit dem Stippen nicht so ganz zurechtkommt, weil das immer schwierig ist, den Anschlag zu setzen, dann ist es gerade hier mit der Bolognese-Route deutlich einfacher. Allerdings braucht man dafür doch ein wenig Geduld. Gerade beim Posenangeln braucht das halt ein bisschen länger, bis man dann hier endlich bei der Bolognese-Route angekommen ist. Skillpunkte würde ich da, glaube ich, nicht reinmachen, denn im späteren Verlauf landet man bei der Match-Route und da macht es dann auch richtig Spaß, also hier Punkte in der Match-Montage dann reinzusetzen. Das ist dann richtig sinnvoll. Wenn der Account also Posenangeln als sein Hauptziel hat, dann kann man da Punkte rein investieren. Ansonsten bleibt man am Ende einfach hier bei den Match-Montagen. Das ist halt am sinnvollsten. Wenn man mit der Bolognese-Route dann sehr zufrieden ist und damit auch erfolgreich ist, dann geht es weiter hier vielleicht auf so etwas, die Siberia Linea Bolognese, dann auch gerne in lang, also richtig gut lang. Da lohnt es sich vielleicht erstmal zu schauen, ob es auch reicht, diese sich einmal zu kaufen, plus einer besseren Rolle, denn damit kann man dann auch sehr gut an der Belaya angeln. Mit Fliege zum Beispiel als Köder oder mit Grashüpfer, dass man damit eben auch versucht, auf Esche zu gehen. Wir gehen mal eben kurz auf die Stationärrollen. Da empfiehlt sich dann vielleicht sowas hier wie die Adriatica 6000. Auch eine richtig gute Rolle. Sehr schön schnell im Einkurbeln, in der Übertragung. Und die Bremskraft ist eben auch richtig gut. Das heißt, wir sind hier bei 7,5 Kilo Bremskraft. Dazu haben wir eben dann die Bolognese-Route, die Linea Bolognese in 7 Meter Länge, 8 Kilo an Tragkraft und damit kommen wir dann auch richtig gut raus. Das Ganze ist nicht so wahnsinnig teuer, um die 1000 Silber halt. Das wäre halt so auf dem Weg zu Level 20. Ab Level 20, ja, auch dazu gibt es dann natürlich noch ein weiteres Video ab dem Midgame. Das wäre jetzt erstmal alles zum Early Game. Also, Spinning Main bleibt so lange bei dem Start-Spinning-Setup, bis man das Belaya-Setup hat. Der Allrounder nutzt natürlich alle Möglichkeiten, die er hat. Heißt also Haseln und Laube stippen, was das Zeug hält. Zwischendurch auch noch Grundangeln, gerade hier am Windenbach auf Don Kaulbach und ähnliches. Und dann zwischendurch dann weitermachen mit dem Spinning-Set an der Belaya. Und der Pose Main geht auch hier wieder komplett auf Hasel und Laube. Sieht zu, dass er auf Bolognese Angeln hochskillt, holt sich dann das bessere Setup fürs Bolo Angeln und geht dann eben auch da weiter zur Belaya. Und das sind die Basics fürs Early Game. Danach sehen wir uns im nächsten Video weiter ab Level 20, was man sich da dann als nächstes kauft. Kommt im nächsten Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.